Hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Die sitzt hier, genau. Und danke, liebe wundervolle André Lampe. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, frohes Neues in die Runde. Neuen Jahr. Frohes Neues, Romy. Frohes Neues, mein Lieber. Und ja. Natürlich auch in die Runde. Ist total schön. Belana ist auch schon da. Guten Abend. Auch dir ein gesundes neues Jahr. Ja, von mir auch. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Endlich geht's wieder weiter mit der Dienstagspolitik. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und politisch ist ja einiges passiert. Meine Fresse. Von der USA angefangen über interessante Dinge, die in Deutschland vor sich gegangen sind, was Corona-Sachen angeht und so weiter und so fort. Puh. Also, das Jahr ist krass abgegangen, oder? Ja, irgendwo habe ich gelesen und oder geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr. 2021 ist irgendwie wie 2020 auf Steroiden. Das ist gerade, wir haben heute den 13., nee, den 12. Ja. Und es sind so viele Dinge innerhalb der letzten nicht mal 2 Wochen passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Und das führt schon bei mir eher dazu, dass ich mir denke, ach nee, heute mal keine Nachrichten. Oder mal eine Stunde keine Nachrichten oder zwei. Oh Mann, ey. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist oder wie das bei euch ist, wie ihr gerade mit dieser Masse an politischen Veränderungen und Nachrichten so umgeht. Also bei mir ist es so, ich stehe dem gerade ein klein wenig hilflos gegenüber. Ich sehe das irgendwie auf mich einprasseln, besonders weil gerade irgendwie bei mir auch jede Menge los ist, gefühlt. Weil, also ich werde dieses Jahr an 2 Unis wahrscheinlich regelmäßig Workshops und Vorträge halten. Also ist nicht wirklich eine Dozentenstelle, also irgendwie, dass man angestellt ist, aber es wird halt was Langfristigeres werden, wo ich regelmäßig beauftragt werde und so einen länger laufenden Werkvertrag kriege. Und gestern gab es ja einen plötzlich Wissen-Stream. Wir müssen auch noch jede Menge machen, was plötzlich Wissen angeht. Weil auf der einen Seite machen wir halt diesen Stream. Das ist irgendwie schön. Ich hoffe, einige haben zugeguckt. Aber im Hintergrund, im Maschinenraum, muss sehr viel geschnubbelt und geschraubt werden. Weil es nicht nur um diese Streams geht, sondern wir wollen halt auch mit der Uni zusammenarbeiten und Sachen für angehende LehrerInnen machen und auch vielleicht irgendetwas zur Verfügung stellen für andere Schulen. Und da ist natürlich super viel Zeug im Hintergrund notwendig. Und noch ganz viele Altlasten aus dem letzten Jahr. Noch ein bisschen Rechtsstreitigkeiten, die einem auch noch an der Backe kleben. Also bei mir ist gerade viel. Ja, ich hab vorhin ja zu dir, André, schon gesagt, dass ich mich immer noch weigere, das Weihnachtszeug abzubauen. Ich fühle mich noch nicht so. Ich habe das Gefühl, da das für mich irgendwie dieses Erzgebirgs-Weihnachtsruhe-Beschaulichkeitsbedürfnis gut deckelt, will ich es gerade immer noch nicht wegwerfen. Also noch nicht wegwerfen, aber noch nicht wegräumen. Ja. Die Pyramide dreht sich dann immer noch und bietet mir ein bisschen Heimeligkeit. Allerdings ist mir aufgefallen, dass keiner meiner Nachbarn mehr noch Sterne im Fenster hängen hat. Nun weiß ich gerade gar nicht, ob ich meinen Stern im Fenster noch anmache, aber vielleicht mache ich es einfach. Ist ja ein schönes. Ja, ja. Eigentlich warum nicht? Ist ja egal, was die anderen denken, ne? Genau. Sieht eh keiner. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall gerade irgendwie eine ganz doll verrückte Zeit und die Sachen, die politisch passieren, die betreffen uns. Irgendwie, die Pandemie ist halt logischerweise irgendwie immer noch eine Pandemie, die geht halt auch so schnell nicht vorbei. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, du hast gesagt, die Impfzentren werden laufen, es könnte knapp werden mit dem Impfstoff. Oh. Das war deine Vorhersage von vor 2 Wochen.
Ich wollte erstmal gerade, Entschuldigung, muss ich mal kurz unterbrechen. Horsti, Mensch, herzlichen Dank. Der Horsti hat wieder ein Abo rausgehauen. Der ist jetzt 5 Monaten in Folge Abonnierter hier. Das ist ja Horsti, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Großartig. Dankeschön. Das ist total schön. Ich freue mich immer wieder. Es ist auch total schön zu sehen, dass ihr dabei bleibt. Und irgendwie jede Woche oder manchmal auch alle 2 Wochen, aber einfach dabei seid, mitdenkt, mitmacht und mit uns gemeinsam euch den Kopf zerbrecht über bestimmte Dinge, die da auf der Insel passieren, also in unserem Fall jetzt in Neuseeland oder in unserer kleinen privaten Entspannungspolitikrunde. Ja, genau. Pingu ist auch da. Hallöchen, Pingu. Schön, dass du auch vorbeikommst. Horsti sagt, ich will meistens nur noch einmal die Woche Nachrichten hören. So besteigst du mit in 2021 ein. Okay, ich will so ein paar Neuigkeiten gerade mal verkünden. Mit Romy haben wir gerade, es gibt eine neue Belohnung, für die man Kanalpunkte ausgeben kann. Kanalpunkte sind, wenn man hier einfach im Stream auf Twitch länger zuguckt, dann sammeln sich Kanalpunkte an. Irgendwie, ich weiß gar nicht, pro Stunde glaube ich 250 oder sowas. Ich weiß es nicht. Die kriegt man einfach nur fürs Zugucken und die kann man dann raushauen für Sachen. Und da gibt es jetzt endlich auch etwas, wo man Romy zu Dingen verpflichten kann. Also bei mir ist es Schlückchen Wasser, Wassermarsch, dann nehme ich einen Schluck Wasser, ich strecke mich oder ich erzähle was über Physik. Und bei Romy gibt es jetzt Romy Random Politiklexikon. Sie hat ein Lexikon, Politiklexikon vor sich liegen und ihr müsst eine Seite eingeben, 1 bis 800, hast du gesagt? Nee, ich habe nochmal geguckt, 1 bis 750, die letzten 50 Seiten sind so Anhang. Alles klar, also irgendwas zwischen 1 bis 750 könnt ihr eingeben und dann wird sie aufschlagen und kurz was dazu erzählen und einordnen. Also könnt ihr dafür jetzt auch Kanalpunkte ausgeben. Genau. Ich freue mich auch. Das wird ein lustiges Experiment. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und wenn ich sowas mit jemandem mache, dann natürlich irgendwie mit euch. Weil wir inzwischen so viele Stunden miteinander verbracht haben, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn ich mich mal verquatsche oder mal irgendwie anderweitig einen grammatikalischen Aussetzer habe oder irgendwie sowas. Und wir haben uns ja lange darüber schon unterhalten, Kanalpunkte, und ich war mir immer unsicher, was könnte euch denn interessieren, und es gibt ja so viele Dinge, über die wir irgendwie so nebenbei schon reden. Naja, ich habe es halt wieder komplizierter gemacht als notwendig, also habe ich mich dazu entschieden, das Politiklexikon rauszuholen, und dann gucken wir mal, über welche Themen wir uns an der Stelle dann unterhalten. Es ist übrigens das Lexikon zum politischen System der Bundesrepublik. Ich werde demnächst auch noch, das wird dann danach noch ein anderes rausholen, wenn ihr keine Lust mehr habt auf politisches System Deutschland. Alles klar, okay. Es gibt eine Möglichkeit, Kanalpunkte auszugeben. Ja, und was ich noch sagen wollte ist, ich klopp ja immer den Stream, die Aufzeichnung hier von der Dienstagspolitik raus auf YouTube. Und da gucken jetzt mittlerweile auch immer mehr Leute zu, auch hier bei Real Politics 2. Und da gab es einige Leute, die haben unter den letzten Folgen Kommentare hinterlassen, dass wir auch mal nach Europa schauen sollen, weil da sind interessante Sachen passiert. Da gab es Kriege auf jeden Fall hat sich irgendwie die Türkei wohl erweitert hier oben. Pakistan gegen Iran, aber wir sollten mal einen Blick nach Europa werfen, das mache ich auf jeden Fall auch gleich. Aber für die, die auf YouTube das nachgucken, ist total in Ordnung, ja, wir hauen es halt raus, wir streamen halt nur und dann gibt es halt ab und zu mal Interaktion mit den Leuten, die hier im Chat sind, so ist das nun mal, aber wir würden uns freuen, wenn ihr auf Twitch auch vorbeiguckt, aber ansonsten könnt ihr euch natürlich jederzeit eingeladen fühlen, auch die Sachen weiter so auf YouTube anzugucken. Und ich bemühe mich auch, auf jeden Kommentar in irgendeiner Form zu antworten. Also
schreibt da ruhig mal was drunter, wenn ihr Lust drauf habt oder wenn ihr irgendwas habt, worüber wir mal diskutieren können. Aber Romy und ich machen das immer nur jeden Dienstag. Das heißt, das passiert dann nicht sofort in jeder Folge, sondern wir machen das dann dienstags im Stream. Aber es hat ja jetzt schon funktioniert mit einem YouTube-Kommentar, dass wir uns gleich mal Europa ein bisschen angucken sollen und da mal einen Blick auf die Türkei werfen sollen. Jemand hat mit wachem Auge gesehen, dass die wohl ihre Grenzen erweitert haben. Das ist ja auch eine interessante Sache, auf die man mal gucken könnte. Ja, das war es eigentlich von mir. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen uns mal wild rein in das Geschehen hier in Real Politics 2. Ist immer noch in der Beta-Version. Das heißt, es wird fortwährend verbessert, wie wir das auch schon von Democracy 4 kennen. Und ich habe echt so ein bisschen Probleme, wo ich so drüber nachgedacht habe, jetzt in der kurzen Pause zum Jahreswechsel und so, wirklich alles irgendwie mitzukriegen, weil hier oben laufen ganz, ganz viele Sachen. Und das habe ich auch von einem Kommentar auf YouTube gelernt. Wir haben unsere Beziehungen zu Japan verbessert und die Zeit, wo wir die Verbesserung hatten, ist abgelaufen. Und dann hatten wir unter 120 und dann ist Japan aus unserem Block ausgestiegen. Das lag nicht daran, dass wir irgendwas Doofes gemacht haben, sondern dass die Zustimmung von Japan wieder abgefallen ist, weil das hält nur für eine bestimmte Zeit und dann treten die aus dem Block wieder aus. Also, ja. Ich bin total fasziniert. Also erstens super cool, dass ich Menschen das angucken bei YouTube. Richtig cool, dass sie, also lieber Mensch, dem das aufgefallen ist, danke, dass du so aufmerksam bist. Und dann auch noch zu sagen, ich schreibe das da jetzt hin. Das könnte ihnen bestimmt helfen. Also das sind ja drei einzelne Elemente, die man ja erstmal hintereinander schalten muss, damit wir jetzt was davon haben, auf Europa gucken oder in dem Falle uns über Japan unterhalten. Das finde ich echt ziemlich cool. Vielen Dank. Mhm. Ja. Und Belana schreibt gerade im Chat, ich vermute mal, dass das Mikroskop immer noch nicht funktioniert. Genau, ich hatte mal als Belohnung für Kanalpunkte auch, dass ich irgendwas mikroskopiere. Ich muss mal gucken, das soll wiederkommen. Aber wir sind jetzt mittlerweile in 2021 angekommen und da ist ein kleines Mikroskop, was 640x480 Pixel macht, wirklich nicht mehr zeitgemäß. Da plane ich und da bin ich noch bei, das zu basteln. Da wird es demnächst halt einfach eine HD-Kamera geben auf dem Mikroskop. Die Kamera habe ich schon, das Mikroskop habe ich schon, aber ich habe immer noch nicht ein Lichtstativ, ich habe immer noch nicht die Fähigkeit, den Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade sitze, hochzufahren, sodass ich auch mal davor stehen kann. Das ist alles noch im Werden. Es steht auf der Liste und es wird sich drum gekümmert. Das soll zurückkommen. Genau. Ich freue mich da ja auch drauf, weil dadurch, dass wir jetzt anders schauen, habe ich auch die Möglichkeit, es mir anzugucken. Ich habe ja sonst immer nur gehört, was du mikroskopierst und habe die Faszination der anderen im Chat mitgelesen, aber ich habe es selber nie gesehen. Außer dann danach in der Aufzeichnung. Von daher, ich hoffe, es kommt bald wieder und ich kann es auch sehen. Ja, genau das ist nämlich auch eingebaut. Wenn das dann kommt, dann kann ich hier die Szene umschalten und sowohl Romy sieht auf dem in der Software, mit der wir uns hier zusammen telefonieren, was ich auf dem Mikroskop zeige, als auch ihr in Vollbild dann kurz das Mikroskopiebild und wir sind dann weiter hier unten, wo wir sonst immer rumflitzen und stehen nicht im Weg und man hat einen schönen Blick da drauf und ich kann was erklären und wir haben noch mehr technischen Schnickschnack, aber das ist alles so. Ich lerne all diese Sachen noch und dafür, dass ich im Juni letzten Jahres überhaupt gar keinen Plan von Streaming hatte, ist die Lernkurve immer noch steil, aber es dauert halt, bis es dann am Ende ankommt, weil ich es dann doch immer noch einmal vorher testen will und nicht, dass es im Stream dann schief geht. Okay. Huiuiui. Jetzt haben wir lange gequatscht. Steigen wir mal ein, ne? Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Gestern war das Experiment aber gut, sagt Horsti gerade. Das freut mich, ja. Romy, was hast du gesagt? Entschuldigung.
Ich wollte nur fragen, ob wir mit unseren beiden Partnern Australien und Südafrika in dieser Konstellation so zufrieden sind oder ob wir die Beziehungen zu Japan eigentlich nochmal verbessern wollen. Wir haben festgestellt, also wir haben jetzt zwei Partner im Block, da bin ich jetzt auch gerade drauf, ne? Australien und Südafrika. Mhm. Und das kostet uns jetzt einfach. Wir sind bei Aktionspunkten bei minus 70 und wir sind bei Metallen bei minus 25. Mhm. Etwas, was wir nicht ausgeglichen bekommen. Wenn wir jetzt noch einen vierten Partner quasi mit dazu nehmen, dann sind wir hier gewaltig in den Miesen. Ich glaube im Moment, bevor sich unsere AP-Sache nicht ändert, hätte ich jetzt sogar gesagt, wir warten mal ab. Ich hätte jetzt sogar gesagt, lass uns Südafrika ausbeuten, was Aktionspunkte angeht. Und ich irgendwann treten die wieder aus. Lieber André. Finde bitte eine andere Formulierung. Na, so lange um AP-Punkte anbetteln, bis unsere Zustimmungswerte bei denen so schlecht sind, dass sie wieder aus dem Block austreten. Damit wir hier oben keine roten Werte mehr haben. Weil wir haben ja die Bohrinsel gebaut, beziehungsweise sind sie am Bauen. Genau, die Förderplattform. Und da kriegen wir halt ein bisschen Metalle und ein bisschen Brennstoff, aber jetzt nicht wirklich viel. Okay, dann stelle ich noch mal eine Frage, die vielleicht auch für diejenigen, die das erste Mal zugucken, von Interesse ist. Was sind eigentlich Aktionspunkte und wie können wir an Aktionspunkte kommen? Okay, Aktionspunkte sind Sachen, damit wir Politiken umsetzen können. Aber ich kann mal draufklicken. Was passiert dann? Passiert gar nichts. Ups. Damit setzen wir, also können wir Politiken umsetzen. Da, die brauchen wir auch, um bestimmte Projekte auf den Weg zu bringen. Also Projekte sind solche Dinge wie, wenn wir in die Diplomatie gucken, ja, öffentliche Diplomatie, das haben wir schon alles, das Grüne. Und hier Diplomatie der Verpachtung, Botschafternetzwerk, das ist alles nicht so teuer von den Aktionspunkten. Aber wenn wir zum Beispiel mal Blockintegration gucken, da freier Kapitalverkehr erforschen wir da gerade, glaube ich. Oder? Ja, genau. Erforschen wir da gerade. Da kostet halt einfach mal hier zum Beispiel Handelsabkommen. Ich zoome mal rein. Handelsabkommen kosten einfach mal 2110 Aktionspunkte. Und im Moment haben wir pro Monat ein Einkommen von minus 70 Aktionspunkten, weil jede dieser neuen Dinge, die wir erforschen, also das sind quasi, also ist quasi die Tech Tree in diesem Spiel. Da haben wir hier Finanzsystem, Infrastruktur, da haben wir schon einiges gemacht. Kostet uns auch Unterhalt mal 5 mal 10 AP und deswegen haben wir Minuspunkte im Moment. Und gleichzeitig drei Leute in einem Block zusammenzuhalten, kostet auch AP. Nehme ich mal 200. Hier können wir mal Blockdetails uns angucken. Im Moment Blockunterhalt Aktionspunkte 210. Also die zwei Leute im Block zu haben, kostet uns pro Monat 210 Aktionspunkte. Das heißt, wenn einer rausgeht, dann wird sich das hier wieder ins Grüne umwandeln. Aber im Moment ist es so, dass wir negativ sind und jedes Mal einen von unseren Blockpartnern fragen, könnt ihr uns bitte politisch unterstützen? Das heißt, wir kriegen Aktionspunkte von denen, aber die Zustimmung, also hier dieser Wert, die Beziehung verschlechtern sich. Und wir müssen dann im Gegenzug wieder irgendwelche Politiken machen, um die Beziehung zu unseren Blockpartnern wieder zu verbessern. Und nur wenn man mehrere Leute in einem Block zusammen hat, kann man dann irgendwann auch Dinge in den UN-Sicherheitsrat eingeben und so eine Scherze, in dem wir noch gar nicht sind. Und da kostet es auch wahnsinnig viel Aktionspunkte. Also man braucht nicht nur Geld, sondern Aktionspunkte, um überhaupt Politiken umzusetzen. Das ist so ein bisschen wie unser politisches Kapital, was wir schon bei Democracy 4 hatten. Jo. Gut, danke. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie man das übersetzen könnte. Und ja, dieses politische Kapital im Sinne von Durchsetzungsmacht in Punkten ausgedrückt, trifft es ganz gut. Ja. Als Beschreibung.
Wo wollen wir denn mit Neuseeland hin? Wir haben ja das letzte Mal, oder ich glaube, als wir angefangen haben, haben wir uns ja eine grundsätzliche Gewinnstrategie überlegt und haben gesagt, wir wollen den Diplomatensieg erreichen. Ja, also entweder Weltregierung, Siegesbedingung für Diplomatensieg. Da haben wir Blockanführer sind wir. Öffentliche Diplomatie haben wir erforscht. Projektumsetzung quantitative internationale Beziehungen haben wir noch nicht. Und Land von der UNO nicht anerkannt, nein. Also wir sind von der UNO anerkannt und noch mehr versteckte Bedingungen. Fortschritt dafür 1%. Oder Information ist Macht. Siegesbedingungen für Technologiesieg. Dann brauchen wir einen Index für menschliche Entwicklung von mehr als 85. Wir sind im Moment bei 48 und auch noch viele versteckte Bedingungen. Dann gibt es noch einen Kultursieg. Dann gibt es noch wirtschaftliche Überlegenheit und absolute Herrschaft, Siegesbedingungen für Herrschaftssieg, Anzahl von mehr als 250 Provinzen. Wir haben im Moment 4. Und Siegesbedingungen für Punktesieg, da sind wir 4. Oh yeah. Oh, Norell, herzlichen Dank, dass du uns folgst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und danke fürs Follow. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann fehlen uns noch 2 Leute, bis wir die 100 Follower voll haben. Nur mal so am Rande. Wahnsinn. Ja, abgefahren. Ich hab, wir haben uns im Juli hingesetzt und haben gedacht, komm, wir quatschen ein bisschen über Politik. Es ist total schön. Und spielen dabei Spiele, weil draußen passieren nur komische Dinge. Lass uns in unseren kleinen, entspannten Raum gehen. Ja. Mega. Ja, ne, ewiger Ruhm ist Siegesbedingung für Punktesieg. Also wenn man keinen anderen Sieg hier schafft und Computerspiele auch nichts anderes schafft, dann zählen die meisten Punkte. Das sind die hier ganz vorne. Also wer am meisten Punkte hat. Also, ja. Und das wird ausgewertet dann in 100 Jahren. Also jedes Spiel läuft immer 100 Jahre. Es fängt am 01.01.2021 an und endet immer am 01.01.2021. Und wir haben im Moment, haben es schon in ein paar Spielsitzungen bis ins Jahr 2024 geschafft. Genau, und das waren unsere Siegesbedingungen. Und wir hatten so ein bisschen ins Auge gefasst, natürlich, wir beide, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, ich als Grün-Links-Versifter, Siegesbedingungen für Diplomatensieg und Siegesbedingungen für Technologiesieg hatten wir irgendwie so ins Auge gefasst. Ich weiß nicht, ob das mit Neuseeland tatsächlich machbar ist, aber ja, wir machen es wie die Leber, wir wachsen mit unseren Herausforderungen. Das war auch der letzte. Der Phrasenschwein. Der letzte Karlauer für heute. Ah, nee, das will ich nicht versprechen. Was, ein Phrasenschwein oder den letzten Karlauer? Den letzten Karlauer. Ja, aber wenn wir uns irgendwann wieder treffen können, finde ich ja, müssten wir uns ja auch wirklich richtig treffen. Und dann bist du derjenige, der einen ausgibt. Oder aber wir füllen das mit dem Phrasenschwein auf. Ja. Ja. Lass uns da nochmal nachdenken. Ja, ja. Und auch der Abend mit Romy und André ist nicht vergessen. Wir haben diese Community-Herausforderung gemacht, aber zwischendrin bin ich halt noch umgezogen. Und das kommt aber noch nicht diese Woche. So. Ja, du hast ja auch diese Woche 3 Streams. Ja. So, jetzt, das waren die Siegesbedingungen. Und das war, was wir mit Neuseeland vorhatten. Genau. Ja, wir sind noch nicht davon ausgegangen, dass wir mit Neuseeland den militärischen Sieg oder den Wirtschaftssieg oder irgendwas erreichen können, weil dafür sind es halt irgendwie 2 kleine Inseln. Auch wenn die bewirtschaftbare Fläche, wo das Meer mit dazugehört, relativ groß ist, aber dennoch, so einen großen Wirtschaftssieg kriegst du hier irgendwie auch nicht hin. Mhm. Und musste alles importieren oder viel importieren. Ja.
glaube, ja, das ist schon eine realistische Einschätzung gewesen. Gar nicht unbedingt aufgrund, weiß ich nicht, linksgrün versiffte Politik, sondern oder Vorstellungen, sondern eher, es ist Neuseeland. Ja. So, Pingu hat die ersten Punkte rausgehauen für Romy Random Politiklexikon. Pingu, du musst noch eine Seitenzahl angeben zwischen 1 und 750. Ach, ich liebe es. Und Romy wird loslegen. Ich glaube, das ist... Also einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 750 anschmeißen. Und dann gibt's einen. Ich zittere innerlich übrigens. Seite 304. 304. Ich hoffe, ihr hört es angemessen rascheln. Ich blätter wirklich um. Seite 304. Kriege ich was Neues? Ich glaube, er hat sich festgelegt. Ich glaube auch, aber ihr müsst euch jetzt mit dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung rumschlagen. Verwaltungsformen und Verwaltungszuständigkeiten. Vielleicht ganz kurz noch. Es geht um das Handbuch politische System der Bundesrepublik Deutschland, von meinem ehemaligen Prof geschrieben und vielleicht möglicherweise deswegen auch in meinem Schrank und immer noch von mir sehr, sehr gern gesehen und genutzt. Und Pingu hat sich, ohne zu wissen, auf was er sich da einlässt, das Thema Verwaltung rausgesucht, das Thema öffentliche Verwaltung. Und ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Tagen, ich glaube, es war gestern sogar, gesehen habt, oder war es Ende letzter Woche, ich weiß gar nicht mehr, Tagung des Deutschen Beamtenbundes. Und es ging um die Rolle der öffentlichen Verwaltung und deren besondere Bedeutung auch in dieser Pandemie. Und wenn ich mich recht entsinne, also Angela Merkel hat gesprochen, Horst Seehofer hat gesprochen und natürlich haben auch sehr viele Vertreter des Beamtenbundes und der öffentlichen Verwaltung gesprochen. Und was ganz interessant ist, dass die, ihr wisst ja, dass die Bundesrepublik föderal aufgebaut ist. Also es gibt den Bund, den Land und die Kommunen. Und genauso funktioniert es im Endeffekt auch bei der Verwaltung. Also auch da haben wir einen dreistufigen Behördenaufbau. Wir haben einmal die Verwaltung des Bundes. Da haben wir als oberste Bundesbereich haben wir die Bundesministerien. Da gab es bestimmt das ein oder andere Ministerium, was es in den letzten Wochen und Monaten positiv oder negativ in die Schlagzeilen gebracht hat. Und darunter sind dann die Bundesbehörden, die sollen das Ganze nämlich dann umsetzen. Ein Beispiel, wir haben das Auswärtige Amt und vor, glaube ich, 2 Wochen wurde eine Bundesbehörde eingeweiht, neu eingeweiht in Brandenburg an der Havel. Ich glaube, es war Brandenburg an der Havel, die nur dafür zuständig ist, die Konsulartätigkeit des Auswärtigen Amtes zu übernehmen. Also quasi die Behörde unten drunter. Das Gleiche gibt es beispielsweise beim Bundesfamilienministerium. Da ist es das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, die darunter hängen. Und dann gibt es auch noch die Mittelbehörden und die Unterbehörden, Finanzämter und Co. Und das Ganze haben wir dann spiegelbildlich alles auch nochmal auf der Landesebene. Das heißt, wir haben die Landesministerien, wir haben die Oberbehörden mit den jeweiligen nachgeordneten Bereichen. Dann wird es so ein bisschen komplizierter, weil wir dann noch Unterbehörden haben und die Kommunalebene dazu kommt. Das ist dann der Teil der Kommunalverwaltung. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat ja immer mal wieder was von zum Thema Kommunalverwaltung und Funktionsfähigkeit von Kommunalverwaltungen gesagt und geschrieben. Auch hier wieder die nächste Herausforderung, beispielsweise auch für uns als Politikwissenschaftler. Wir haben und innen, wir haben unterschiedliche Kommunalverfassungen. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Arten und Weisen, wie auf kommunaler Ebene gewählt wird, welche Rolle beispielsweise der Oberbürgermeister hat, welche Rolle die Stadträte haben. Das ist überall so ein bisschen anders, weil wir haben ja 16 Bundesländer. Und diejenigen, die von euch aus, die aus Hessen kommen, die kennen vielleicht auch noch das Magistrat. Das ist einfach alles nochmal ein bisschen anders gegliedert. So, um zum Ende zu kommen. Die große Herausforderung ist jetzt, in einer Pandemie diese öffentliche Verwaltung dazu zu kriegen, dass das alles irgendwie funktioniert und kohärent umgesetzt wird. Teil 1. Tja. Das ist schon ein... Ja, danke
für diesen Ausflug in, wie wir verwaltungstechnisch organisiert sind. Das war Seite 304. Also. Das war Seite 304. Allerdings, fairerweise, habe ich Seite 305 noch mit dazu genommen. Alles klar. Da war ein schönes Schaubild. Ja, das war das erste Lexikon-Experiment. Ich würde mich total freuen über Feedback von euch, ob das was ist, mit dem ihr gut klarkommt oder was euch interessiert oder eher nicht. Ja. Ich habe mal in der Zwischenzeit dann schon mal den Fokus auf Deutschland gelegt und wir haben ja gesagt bekommen, wir sollen mal ein bisschen nach Europa gucken. Und ich gucke jetzt auch mal auf die Türkei. Und ich sehe jetzt nicht, dass die Türkei sich in irgendeiner Form, die haben Krieg geführt gegen Georgien, aber Georgien ist noch sein eigener Staat und die Türkei, also hat anscheinend nichts dazu bekommen, keinen, oder? Doch? Nee. Die Türkei ist immer noch in den vertrauten Grenzen, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben mal hierher geguckt. Hier oben habe ich noch etwas. Pakistan gegen Iran. Da sind wir auch gar nicht weit weg gerade. Iran ist hier. Zack. Und Pakistan. Pakistan ist hier unten. Okay. Die bekriegen sich anscheinend gerade. Ah, da wird auch was angezeigt. Dass sie sich... Kann ich da draufklicken? Ah. Und so wie es aussieht... Sieht es ziemlich gut aus für den Iran. Das heißt, es könnte sein, dass der Iran sich ein wenig ausweitet nach Pakistan hinein. Okay. Der Iran ist nicht befreundet mit so gut wie niemandem. Ist befreundet mit so gut wie niemandem, wenn ich mir das hier so angucke. Jetzt haben wir da auch mal hingeblickt. Ja, ich fand es total spannend. Belana sagt auch gerade, dass sie es gut findet. Im Chat mit dem Lexikon fand ich auch. Jetzt wollte ich mal kurz noch, was wir gerade alles so am Start haben. Vom letzten Mal. Also wir setzen gerade um freien Kapitalverkehr. Nein, möchte ich nicht abbrechen. Wir bauen gerade eine Förderplattform. Wir setzen das Projekt um Gymnasien. Wir können ein Besiedlungsprojekt angehen. Dafür müssten wir immer relativ viele Aktionspunkte ausgeben. Das könnten wir uns eventuell auch nochmal überlegen, ob wir die Wasserbesiedlung anfangen als Inselstaat. Aber da müssen wir sehr, sehr viele Stufen hier erst durchführen, bevor wir sowas machen können. Ich glaube, das ist ein bisschen teuer. Dann haben wir ein Handelsabkommen mit Frankreich. Wir haben ein Handelsabkommen mit Kanada. Und unser Blocktyp ist gerade geändert zur sozialen Integration, weil wir das zuletzt erforscht haben. Das ist im Moment bei uns los. Und wie gesagt, wir sind hier im negativen Bereich. Und ich würde halt tatsächlich an diesen Blocktechnologien weiter forschen. Wir machen das jetzt gerade an dem freier Kapitalverkehr innerhalb des Blockes. Und ich hoffe, dass irgendwann halt auch die Unterhaltskosten für die Aktionspunkte geringer werden in diesem Block. Und ich würde jetzt halt tatsächlich unsere Nachbarn weiter, beziehungsweise nicht unsere Nachbarn, sondern unsere Blockpartner weiter nerven und um AP-Punkte bitten, damit wir mehr von diesen Blockpolitiken erforschen können. Ja, damit das besser wird. Also damit wir einfach und irgendwann auch noch mal was gegen unseren Metallmangel machen können. Wäre jetzt so mein erster Ansatz. Rumi. Ja, ich bin da ganz bei dir. Wir brauchen die Aktionspunkte für alles, was wir hier tun wollen. Und vielleicht nur noch ein Satz zur Wasserbesiedlung. Ich weiß nicht genau, wie sich dieses Spiel jetzt entwickelt im Sinne von, erleben wir in den nächsten 50 Jahren beispielsweise eine Anhebung des Meeresspiegels oder nicht. Wenn dem so wäre, könnte das durchaus interessant sein, wenn wir diese Technologie entwickelt hätten. Und das dann auch tun könnten oder würden. Das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel das mit einbezieht. Das weiß ich auch nicht. Wir gehen da ziemlich blind rein, ja.
Oh, warte, random Fact. Das Department of Defense in den USA hat eine neue Risikoanalyse rausgebracht. Unter anderem haben sie jetzt auch den Klimawandel als Risiko mit aufgeführt. Und irgendwo, ich habe auch noch gelesen, das fand ich auch ganz spannend, dass dort auch schon die Überflutung oder teilweise Überflutung von einigen Militäreinrichtungen schon mit eingeplant ist. Also was könnten wir jetzt machen oder in den nächsten 20 Jahren? Und naja, aber in 50 Jahren steht es eh unter Wasser, also lohnt sich das noch. Also inzwischen kommt auch der Klimawandel in diesem Bereich mit an. Interessant. Das ist so als ein militärisches oder sicherheitspolitisches Problem auftaucht. Ja, dann wird er dann vielleicht ein klein wenig ernst genommen. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Die Versicherungsbranche bezahlt ja auch jedes Jahr relativ viel für so Klimaschäden, Klimafolgeschäden. Ja. Unter dem Aspekt könnten wir jetzt einfach mal gucken, wenn wir auf Wasserbesiedlung gehen. Die erste Stufe kostet 3000 Aktionspunkte. Wir sind bei... das Geld haben wir 2000. 3000 Aktionspunkte und keine Ressourcen, es dauert nur 100 Tage. Ja, dann würde ich mal sagen, dann sollten wir irgendwann jetzt anfangen. Unser Plan ist es ja eh, unsere Blockpartner immer weiter nach AP zu fragen und auch immer weiter an den Beziehungen zu arbeiten. Weil wir kommen sonst auf keinen grünen Zweig, weil wir so wenige Provinzen haben. Aber unsere Wirtschaft entwickelt sich positiv und unsere Einwohnerzahl entwickelt sich hoffentlich auch positiv. Und dann steigen auch unser Einkommen, was Aktionspunkte angeht. Aber ja, dann... Ich habe keine Ahnung, wie die Mechanik funktioniert. Aber aufgrund deiner Argumentation gerade würde ich sagen, ja, dann leiten wir die erste Phase der Wasserbesiedlung ein. Ja, so eine Forschungsexpedition schadet ja nicht. Genau. Sicherung der nötigen Billigung und der internationalen Unterstützung zur legalen und permanenten Aufnahme internationaler Gewässer in unser eigenes staatliches Territorium. Das machen wir mal. So, und das läuft jetzt. Hier oben haben wir noch so ein Spezialdings. Wenn wir es hinkriegen, dass unser Index für menschliche Entwicklung über 60, auf 60 oder mehr steigt, kriegen wir 200 Punkte. Einfach mal. Das ist ganz schön. Das lassen wir da oben. Da kommen immer ab und zu solche besonderen Sachen hinzu, die man zwischendrin erfüllen kann und dafür Belohnungen bekommt. Aber ja, okay, dann würde ich jetzt sagen, wir müssen noch 60 Tage warten, bis wir Südafrika oder Australien wieder um AP anpumpen können. Dann lassen wir mal die Zeit laufen. Und Jordanien hat den Block verlassen, Saudi-Arabien. Okay. Also diese Blocks sind keine sehr haltbaren Konstrukte. Wir sehen das ja auch. Der Blockunterhalt am Anfang ist relativ kostspielig. Oh, und wir sind schon im Dezember 2024. Wir kommen jetzt auch gerade auf den Jahreswechsel, genau, auf den Jahreswechsel 2025 zu. Ja, und unsere Projekte laufen und das dauert auch nicht mehr lange. Ich mache mal ein bisschen die Geschwindigkeit höher. Im Prinzip müssen wir jetzt warten darauf, dass es Ende Februar wird, beziehungsweise dass es März wird und dann können wir Australien und Südafrika wieder nach Aktionspunkten fragen. Und so lange läuft es bei uns und jetzt sind wir schon wieder unter 1000 Metalle. Und Metalle einkaufen kostet teuer. Horsti hat ja letztes Mal schon angedeutet. Oh. Oh. Südafrika hat den Block verlassen. Ja, okay. Schade. Ich hätte es gut gefunden. Weiter mit Südafrika. Ich meine, wir waren jetzt noch nicht so lange zusammen. Nö, ein paar Monate. Südafrika hat den Block verlassen. Das heißt aber, dass wir wieder im Positiven bei Metallen sind. Ich glaube, wir sollten diesen Status beibehalten, fürchte ich. Weil ansonsten... Wir lassen es einfach... Hä? Du meinst, wir lassen das einfach so, dass mit Australien zusammen und gut ist? Ja, wir bleiben erstmal hier unten in der südlichen Hemisphäre mit Australien zusammen und pflegen unsere kleine Blockpartnerschaft und versuchen quasi mehr Projekte bei den Blöcken auch umzusetzen nebenbei.
und weiten uns hier ein klein wenig aus. Und wenn wir dann mal mehr Dinge entwickelt haben, also mehr Technologien, mehr Infrastruktur machen können, bessere politische Beziehungen aufbauen können, dann können wir auch, glaube ich, wieder groß in die Diplomatie einsteigen. Weil ich glaube, im Moment müssen wir uns mit den Provinzen beschäftigen, mit dem freien Bauplatz, den wir hier mitten auf dem Meer haben, für so eine schwimmende Stadt, dass wir unsere Einwohnerzahl hochdrücken können und sowas. Die Förderplattform muss erstmal gebaut werden und all so eine Geschichten. Ich würde hier mich jetzt erstmal hier unten drauf fokussieren, weil ansonsten bluten wir hier oben die ganze Zeit Rohstoffe und stecken die in einen Block, der uns de facto nicht wirklich viel bringt, weil wir nur wenig Optionen haben im Block. Weil wir noch nicht so viel Möglichkeiten erforscht hatten als Neuseeland. Ja, da sind super viele Sachen rot noch. Das verstehe ich total gut. Vielleicht nur eine Ergänzung zu deinem Vorschlag. Ja. Ich stimme zu, den Block quasi in dieser Zweierkooperation erstmal zu lassen. Mhm. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir uns dennoch 2-3 Staaten aussuchen, bei denen wir versuchen, grundsätzlich immer gute Beziehungen und Handelsverträge und sowas abzuschließen. Vielleicht auch mehr als 2 oder 3. Ja. Für den Fall des Falles, dass Australien uns abspringt, sind wir nämlich dann so im schlimmsten Fall ganz alleine. Wenn wir aber noch ein paar Kandidaten haben, mit denen wir ansonsten in anderen Bereichen super gut klarkommen, dann wäre das ja ganz schön. Ja. Ja, wir haben ja Handelsabkommen mit Kanada und mit Frankreich. Wir könnten ja mal, ja, Kanada ist uns wohlgesonnen. Wir könnten ja mal hier gucken, positive Aktionen. Wir könnten dann mal hier Wohlwollen machen und wieder eine Investition bei Kanada. Ja, und die Investitionen bringen uns ja auch Aktionspunkte, wenn ich mich recht entsinne. Nee, Aktionspunkte nicht, Investitionspunkte. Was? Ach ja. Die Stimmt. kann man dann ausgeben, um hier die Wahrscheinlichkeiten, die Erfolgschancen hochzupushen. Stimmt. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja auch gut. Ja. Investitionspunkte sind auch gut. Also ja, dann würde ich hier gut finden. Wohlwollen erlangen, kostet halt 150 Punkte. Aber wir haben dann 3 Wohlwollenspunkte, die helfen einem, bessere Erfolgschancen zu haben. Mhm. Gibt es noch andere Staaten, die du gerne mit so im auf der Kurzwahlliste hättest? Tja. Ich weiß nicht. Okay, dann seid ihr gefragt, ihr da zuguckt und im Chat dabei seid. Im Schweiz Sag wurde schon mal, gesagt. Schweiz finde ich auch interessant. Na, irgendwo muss das Geld ja hin. Aber wir sind ja eines der am wenigsten korrupten Länder der Welt. Von daher, wir sind ja Neuseeland. Insofern brauchen wir das wahrscheinlich nicht. Ja. Unsere Beziehungen zu Belgien sind sehr gut. Warum auch immer. Das finde ich gut. Hostie schlägt Irland vor. Irland ist auch noch nicht in irgendeinem Block. Aber dann können wir mal positive Aktionen machen. Und dann würde ich mal die ganze Reihe machen, diplomatische Mission, Wohlwollen erlangen und Investitionen in Irland losschicken. Und dann würde ich so Kanada und Frankreich beibehalten, weil Frankreich halt auch da im Südpazifik auch eine Inselgruppe hat, die zu Frankreich gehört, würde ich die auch gerne irgendwie beibehalten wollen. Das sind dann ja schon mal 3 durchaus interessante Staaten, oder? Finde ich auch. Finde ich auch gut. So ganz habe ich mich von Japan übrigens noch nicht verabschiedet. Okay. Aber muss vielleicht nicht. Jetzt ist übrigens die Diskussion über Guinness oder Kilke nie ausgebrochen. Ich muss euch sagen, in diesem Haushalt, aus dem ich hier streame, gibt es im Kühlschrank Kilkenny Red Ale. Das habe ich mir zu Weihnachten gegönnt und nicht alles ausgetrunken. Und es gibt Jameson Whisky, den ich sehr, sehr gerne mit Ginger Ale trinke. Guinness ist auch lecker, aber dann gerne aus einer vernünftigen Stickstoff-
Zapfanlage. Und Kilkenny ist, trinke ich öfter als Guinness. Aber über Geschmack lässt sich ewig streiten. Das ist richtig. Und wir haben auch noch einen Laden in Halle, der Bier verkauft. Bis vor wenigen Monaten konnte ich mich da mit einem Kollegen noch, ich glaube, wir haben uns einmal im Monat getroffen und haben Bier verkostet. Oh. Und als dann, ja, es ist total großartig, wenn du Arbeiten mit Biertrinken verbinden kannst und für alle, das ist schön. Ja. Und das Problem war natürlich, wie alle Gastronomien mussten die zumachen, aber das Tolle war, sie haben dann Probeboxen ermöglicht und Lockdown-Abos. Und ich hatte vor ein paar Monaten so ein Ding zum Geburtstag geschenkt bekommen, was dazu führte, dass ich wirklich über einen Monat lang jede Woche eine Kiste mit unterschiedlichsten Biersorten aus allen möglichen Ländern bekam und alles durchprobiert habe. Und es gab ein paar Sachen, die muss ich nicht nochmal haben. Also ich glaube, das Schlimmste war Blueberry Cheesecake Ale. Das war nicht so gut. Okay. Aber ansonsten war es irgendwie dennoch eine schöne Auswahl und ich bin halt ich mag IPAs, deswegen. Ah, okay. So. Und da war immer was dabei. Die haben den Lockdown für mich unterhaltsamer gemacht. Weil der Kollege und ich, wir haben uns ja dann trotzdem getroffen, nur halt digital. Ja. Ja. Oh, und ich sehe gerade, schon seit 15 Minuten ist hier Schlückchen Wasser von Belana offen für Kanalpunkte. Dem werde ich jetzt mal schnell nachkommen. Ich sag mal Prost.